Ja, willkommen zu einer neuen Folge Halo Combat Evolved oder Kampf in der Zukunft. Wir müssen irgendwie auf eine Pyramide raus. Ich glaube, das ist wieder der nächste Mal, oder? Ja, und er kann nicht irgendwie in der Luft laufen. Das ist immer besser hier. Was ist das? Warum haben die dann Benjis, wenn die in der Luft spielen können? Proper. Tja. So. Ich will mir nicht mal die Nerven gehen. Das ist jetzt meine Rache. Die Rache dafür, dass ihr in der letzten Folge so kacke war zu mir. Wer nicht nett zum Faultier ist, hat es auch nicht verdient. Okay. Ich frage mich mal, wann das Muster dieser Bauten sich mal ändert, weil bis jetzt hat sich das einmal so groß verändert. Außer die Musik jedenfalls. Das sind immer noch nervige kleine Kampfarenen. Ohne wirklich große Liebe zum Detail. Okay, man muss aber denken, von wann das Spiel ist und wie viel Arbeit das ganze Ding gemacht hat, das überhaupt hier zu programmieren. Dato eine ja schon so fortschrittliche Konsole. Oh, ich habe noch drei Lebenspunkte. Dann wird es mal wieder Zeit für ein Medikit. Fahrstuhl. Oh nein. Was ist denn? Was war das denn? Okay. Egal. Was ihr auch seht, das ist rot. Richtig, eine Unmenge an Gegner. Ich aber irgendwie anscheinend gar nicht kämpfen muss, sondern auch umgehen kann. Interessant wird es nur, wenn da Medikits wären. Was vielleicht der Fall sein könnte. Ja, das ist Tatsache. Das ist Armory Nation? Freut euch so viel von, wie ihr wollt. Ihr seid keine Schnecken. Ihr dürft das nicht. Nur die Schnecken dürfen sich rollen. Das ist die Frage, wo geht's hier weiter? Geht's hier weiter? Der Eingang des Kontrollzentrums befindet sich auf der Spitze der Pyramide, also hoch. Wir sollten uns einen dieser Golfs machen. Wir werden die Feuerkraft brauchen. Ja. Frage ist, wie kommen wir darauf? Was? Der Eingang des Kontrollzentrums befindet sich auf der Spitze der Pyramide, also hoch. Wir sollten uns einen dieser Golfs schnappen. Wir werden die Feuerkraft brauchen. Da stammen wir uns einen dieser
Ghosts. Und fahren nicht so, wie das Teil eigentlich fahren sollte. Warum ist diese Steuerung so kacke gerade? Danke. Das Spiel ist, wie es gerade Leib und Leben. Der Eingang des Kontrollzentrums befindet sich auf der Spitze der Pyramide, also hoch. Wir sollten uns einen dieser Ghosts schnappen. Wir werden die Feuerkraft brauchen. Welche Feuerkraft? Das ist doch keine Feuerkraft. Das ist so lustig. Feuerkraft wäre, wenn das Teil das Ding damit einen Schuss wegfallen. Das ist ja noch ein Tattoo. Das ist Feuerkraft. Das ist der große immer Krieger, der bei ihm liegt. Vielleicht sollte ich einfach mal durchfahren. Und wieder, das ist Feuerkraft. Wenn die härteste Einheit wären, das ist ja nicht mal ist. Den kriegt er noch nicht mal wirklich mit Einfluss drauf. Hey, komm. Schnappen Sie sich einen Ghost, hat sie gesagt. Willkommen bei Windows 10, hat sie gesagt. Deine Tipps sind lächerlich. Das heißt, ich bin nicht einfach nur als dieses Teil einfach nur als Tacken. Zu mehr eignet sich dieser Dreck eigentlich vom Ghost nicht. So, komm, wechseln. Kann man größer. Okay, man muss auch treffen, ne? Wahrscheinlich nur um Munition zu sparen, deswegen sollte ich den mitnehmen. Weil die Entwickler nicht genug Munition in die eine Klasse haben. Also menschliche Munition, also so. Wie können wir denn dieses Defizit ausgleichen? Nur, jetzt setzen wir einen Ghost hin. Ghostfahren finden doch alle toll. Nein. Ein Scharfschützenpanzer, das war hier irgendwie lustiger. Vor allem, dass der sofort one-hittet. Dieses Drecksvieh von Panzer. Das ist aussieht wie so ein... Der Eingang des Kontrollzentrums befindet sich auf der Spitze der Pyramide, also hoch. Wir sollten uns einen dieser Ghosts schnappen. Wir werden die Feuerkraft brauchen. Ghost ist keine Feuerkraft, Kontan. Okay, das Bild. Das ist Feuerkraft. Da dieses Alien wieder unten sowieso nicht hinterherkommt. Können wir auch einfach wieder durchfahren. So, an der Stelle fahren wir ja schon mal, das kennen wir ja. Wir wissen, was hier passiert, wie es hier aussieht. Das gibt es, das könnte und nicht passieren. Nein.
So ist braver kleiner Ghost. So. Na komm. Ganz oft so ein bisschen hin und her. Vielleicht schafft er das ja dann auch. Nicht? Ne? Ne? Okay. Wenn ich die treffe. Einer auch. Okay, da. Oh, kann ich noch mal ein zweiter von diesen Käsefriechern an. Haben wir sie hier mit der überragenden Feuerkraft des Ghostes bekämpft und besiegt die beiden. War kaum ein Unterschied. War kaum zu erkennen. Sie hat doch gesagt, die Spitze, ne? Das ist doch hier. Wenn ich hier hoch. Müssen wir da rein? Und warum kommen wir dann hier hoch? Ist irgendwas Cooles zu entdecken? Wahrscheinlich nicht, nur so ein... Ja, sag ich doch, so ein 0815 Ausgangsguck. Soldaten der Allianz wurden eliminiert. Weiter zum Kontrollzentrum. Halos Kontrollzentrum. Probieren Sie dieses Terminal. Alles okay? War nie besser. Diese Masse Informationen können Sie sich gar nicht vorstellen. So viel Wissen, so schnell. Fantastisch. Was für eine Waffe ist es denn? Wovon sprechen Sie? Konzentration. Halo. Wie setzen wir Halo gegen die Allianz ein? Dieser Ring ist kein Knüppel, Sie Barbar. Er ist was ganz anderes. Viel bedeutender. Die Allianz hatte recht. Dieser Ring, die Blutsväter. Datenzugriff. Ja, die Blutsväter haben diesen Ort gebaut, den sie Festungswelt nannten, um... Moment, das kann doch nicht sein.
Oh, Narren, Sie müssen es gewusst haben. Sicher gab es Zeichen. Langsam. Ich komme nicht mit. Die Allianz hat etwas gefunden. In diesem Ring. Etwas Furchtbares. Und es macht ihnen Angst. In diesem Ring? Wo? Der Captain. Wir müssen ihn aufhalten. Jeez, was sollen wir? Das Waffenlager, das er sucht, ist nicht... Er darf auf keinen Fall da rein. Ich verstehe nicht. Keine Zeit. Los, finden Sie Keys, halten Sie ihn auf. Bevor es zu spät ist. Hätte er Cortana nicht jetzt mitnehmen müssen? Es ergibt keinen Sinn. Klingt schon mal nicht sehr gut. Wenn Sie den Captain haben, rufen Sie durch und ich hole Sie raus. Viel Glück, Sir. Oh, das sieht aus wie das Schiff. So tolle Pistole. Ja, hier ist auch einiges wahrscheinlich im Argen gelandet. Ach, weißt du was? Komm. Immer deine Knifte. Die macht mehr Schaden. Eure dämlichen Schilde. Frage ist... Wo müssen wir hin? Wo ist der Weg? Der Weg ist da auf diesen Holz. So, bevor einer auf die Idee kommt, sich da reinzusetzen, rennen wir hier schnell rüber. Decken wir dir mal ein bisschen mit dem Niedernebel an. Das sollte der letzte gewesen sein. Okay, so, jetzt mal die Häuschen. Ja, Cortana ja gar nicht mehr bei uns. Egal. Okay. Bevor wir diesen Fahrstuhl betreten, machen wir einen kleinen Cut. Wenn es euch bisher gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Oder ein Abo. Ich würde mich auf jeden Fall über beides freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.